32 Angler. Yeah! 16 Boote. Richtig geil, Alter. 9 Nationen. Yeah! 3 Zielfische. Ui, 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 ui. 2 Zonen. Oh, das ist so böse, ey. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2023 wird präsentiert von Shimano. Closer to nature, closer to people. Dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Und der Anglerschmiede. Dein Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe YPC-Boat-Zuschauer und herzlich willkommen zu Episode 10 und damit zur Entscheidungsfolge in Gruppe A. Während Team Hearty Rise trotz des lang ersehnten ersten Fisches nur noch Außenseiterchancen hat, haben LMAB und Rapala beide gute Karten auf das Erreichen der nächsten Runde. Sehr wahrscheinlich wird sich jedoch nur eines der beiden Teams für das Halbfinale qualifizieren. Rapala braucht für die Full Card einen Zander, LMAB einen maßigen Hecht. Da sich beide Boote auf dem Volkerrack befinden, einem Gewässer, an dem tagsüber kaum Zander gefangen werden, liegt der Vorteil bei LMAB. Doch bis auf die ganz kleinen Exemplare bissen auch die Hechte zuletzt sehr verhalten. Es ist also alles offen. Doch warum kommen eigentlich nicht beide Teams weiter? Ganz einfach. Titelverteidiger Nace präsentiert sich in Galaform und scheint uneinholbar vorne zu sein. Erst gerade hat Felix das ohnehin starke Board mit einem 51er Barsch verbessern können. Und das war noch nicht alles. Fisch an! Ja, nicht ganz klar. Das ist sogar wieder ein richtig großer Barsch. Das ist ein richtig großer Fisch. Wenn du da drin stehst. Wenn das ein Barsch ist. Das ist ein Barsch. Das ist ein Barsch. Aber ey, chillt, ne? Aha. Der ist größer. Ach, du der Scheiße. Ist größer. Der ist größer. Der ist größer. Der ist größer. Nico! Geil! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Junge! Oh, ey. Was erleben wir hier? 52. Wir sind an meiner PB-Marke. Das sind 52 cm. Darf ich präsentieren mein dritter 52er YPC Bootbarsch. Ach du Scheiße! 52 cm. Meine drei größten Barsche in meinem ganzen Leben konnte ich jetzt alle beim YPC Boot fangen. Krass. Ein 52er Turnierbarsch, unglaublich. Und weg ist er. Gibt's das? Felix toppt seinen 51er mit einem 52er, stellt seinen eigenen YPC-Rekord ein. Und auch wenn es bis zum Pokal noch ein weiter Weg ist, wer Team Nace schlagen will, wird sich ganz schön lang machen müssen. Mit fast 750 Punkten nach anderthalb Tagen legen Dustin und Felix die Latte verdammt hoch. Wir angeln jetzt noch hier noch 20 Minuten auf Barsch weiter. Dann gehen wir Hecht angeln. Ja. Big Bait. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Man ist hier an einem Spot, wo es so extrem beißt. Ich meine, wir hatten es im Training auch schon ähnlich. Und dann geht man einfach. Dann geht man, obwohl man hier 50er Barsche fangen kann. Man spricht eigentlich gegen unsere Natur. Ja, man kann hier sein PB fangen quasi. Wie du ja, also heute, das war ja klar dein PB. Weil die letzten waren 51,5. Das waren alles Turnier, 52er. Genau, und der war wirklich 52. Klatter 52er. Krass. Der Barsch meines Lebens. Bam! Ah, oh, that's a 26er, man. Ja, yeah, okay, that's better. Stretch yourself, boy. Ne, auch 25. 25. Immerhin, habe ich wieder, also jetzt habe ich zwei 25ern. Galaxy, ne? Hast ein bisschen natürlicher geangelt, ne? Good vibe? Ja. Ja, das ist es ja, wir sollten irgendwie da... Das ist ein guter, das ist ein guter, das ist ein guter, das ist ein guter. Das ist ein guter Fisch.
Yes. That's better. Nice. Yes. Na, das ist doch wenigstens ein Barsch, der einem richtig viele Punkte bringt. Und zwar 34 genau. Schön. Nice fishing, Uzi. That's definitely more in the direction of the barsch that we need. Ja, für die Spinjig-Angelei, die ich hier gerade betreibe, nutze ich die 5 bis 15 Gramm Rodfaser in 2,13 Meter. Ja, wir haben hier einen 40 Tonnen Torrey-Carbon, Fuji-Beringung, Fuji-Rollenhalter, also von den Komponenten her wirklich top ausgestattet, liegt schön leicht in der Hand. Und wie all unsere Spinnings in der Serie hat die Rute eine kleine Besonderheit. Und zwar haben wir auf Kontergewichte verzichtet. Ich wollte es eigentlich optisch ein bisschen hübscher lösen als Kontergewichte in der Rute, weil Kontergewichte teilweise auch den Nachteil in Anführungsstrichen haben, dass die sich mal beim Angeln lösen können und dann hinten im hinteren Teil so ein bisschen klackern. Und da habe ich lange überlegt, was man machen könnte, und ich habe einfach hinten ein Stück Carbon mit eingearbeitet, hier im hinteren Teil der Rute. Also dieses komplette Stück hier hinter dem Fuji-Rollenhalter ist volles Carbon, das ist ungefähr 1 Millimeter dick, runtergeschliffen und geht hier drunter durch, bis hier vorne an den EVA-Endgriff. Dann haben wir noch eine Metallkappe, um das Ganze hier hinten nochmal ein bisschen zu balancieren, nach hinten weiter. Und so haben wir aber eine richtig, richtig tolle Rute, die nach hinten hin ein bisschen mehr Druck hat, also ein bisschen den Schwerpunkt verlagert, ein Stück weiter nach hinten. Und so haben wir einen extrem tollen Hebel nach vorne und die Rute nach vorne wird halt etwas leichter dadurch. Macht richtig Spaß, damit zu angeln. Und wünsche euch viel Spaß und dicke Fische mit der Rodfaser, die ja, wenn diese Serie ausgestrahlt wird, schon im Laden ist. Jetzt leider noch nicht zu erhalten, deswegen komme nur ich in den Genuss. Und Daniel? Nicht mal immer. Also nicht den, mal immer. Der Rote habe ich nicht. So, okay. Ja. We are finished in Lake Völkerrack and we go to the Haringsfleet now. Yes. The perch are not biting very well, yeah. So it's difficult to improve the size. Let's move to another water. Yeah. Come on. Go. Eine harte Entscheidung, aber möglicherweise die einzig richtige. Marcel und Alban glauben nicht mehr an nennenswerte Upgrades im Völkerrack und machen sich deshalb auf den weiten Weg zum Haringfleet. Zwar konnte dort im bisherigen Turnierverlauf auch noch kein einziger Zander gefangen werden, die Chance sollte trotzdem höher sein und höchstwahrscheinlich ist ein Weiterkommen in dieser Gruppe nur mit Full Card möglich. Doch bevor die schwierige Zandermission beginnen kann, muss erst ein anderes Hindernis bewältigt werden. Was jetzt hier los? Auf einmal, die Boote kommen raus aus der Schleuse und wir wollen gerade reinfahren. Auf einmal geht vor uns die Schleuse wieder zu. Absolut keiner hier. Hinter uns, ihr seht es selber, stehen noch mehr Boote, die rein wollen. Ja. Keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen warten. So now we have a little bit of time. So we will just prepare some sandwich because now we have to wait the door to open. We are moving from Völkerrack to Haringsfleet. And this is sandwich time. Yes. But that's part of the strategy, going back to the Haringsfleet, trying to catch bigger zander, because we have only one zander for now. The one from we took during the power hour from Marcel. And now we need to improve, clearly. We need to have a second one and try to improve the first one, and yeah, maybe catch a big perch. But for now, let's eat. Take some energy. Fisch on! Bitte nicht jetzt, wenn er hier ist, genau. Ein guter Barsch. Er fühlt sich auf jeden Fall nicht leichter an als die letzten. Waxen, du killst das, Alter. Killing it! Ich fühle das nicht schwer. Ist das ein Barsch? Ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sicher, dass es ein Barsch ist? Vielleicht auch ein Hecht. Aber wenn es ein Upgrade-Hecht ist, ist ja auch geil. Das ist vielleicht mein neuer Peppi. Scheiße. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also vorne dran. 51. 51. Mein dritter Fuffi heute. Der ist mir in die Bremse gegangen beim Barschangeln und ich hatte meine Bremse richtig zu. Wie geil ist das?
Das ist so krass. Also, es macht mega Bock, aber wir müssen jetzt auf Hecht angeln. Ja, ich würde. Ob wir wollen oder nicht. Das stimmt. Das, boah. Krass. Die Craw. Ja. Hat einfach alles auseinandergenommen. Ja. Aber mal so von links nach rechts, so alles. Während Nace nun ins Volkerrack fährt, um die Hechte ins Visier zu nehmen, Hardy Rice noch immer die Haringfleetbrücke befischt und LMAB im Volkerrack immer wieder kürzere Spotwechsel vornimmt, hat Rapalla den Gewässerwechsel vollzogen und befindet sich nun im Haringfleet. We had a little bit struggle. Yeah, we lost more than an hour in the lock. So I don't know why they had a technical issue. Anyway, we are there, and what we can do is I can keep fishing for perch because we only have small perch. Try to improve. Yeah. You fish for zander. We need a second zander. You can always catch a big perch fishing for zander. Anyway. Yeah. Okay. First cast. Okay, let's go. Natürlich jetzt fühlt man auch schon mehr Druck als vor ein paar Stunden, ehrlich gesagt. Und wir sind auch nicht so 100% sicher, ob es besser ist, sage ich mal, einfach weiter auf Barsch zu angeln und weil wir haben sehr, sehr häufig Hechte einfach nebenbei gehabt. Oder weiter einfach im Flachen auf Hecht zu angeln. Der Wind ist eigentlich super zum Hechtangeln. Trotzdem ist das alles nicht so einfach. Die maßigen Hechte, hat man so auch aus dem Teilnehmerfeld gehört, waren für viele gar nicht einfach zu fangen. Erst recht nicht auf den eigentlich typischen Hechtgewässern. Aber trotzdem, es sind genug da. Es braucht ja nur einen, den wir fürs Measureboard nehmen können. Aber den einen zu kriegen, das ist immer die Riesenschwitzerei. Riesenschwitzerei. Bin generell nicht der Typ, der zu viel stresst. Bringt nicht so viel. Aber in so einer Situation kommt trotzdem irgendwo ein innerlicher Stress, ehrlich gesagt. Ja, man will halt gerne, erstens will man gerne die Full Card haben, das war Kraut, will halt gerne die Full Card haben, aber es ist natürlich auch so, man weiß gar nicht, was die anderen alles gefangen haben. Und es kann natürlich auch immer wieder ein Lucky Shot dabei sein. Team Rapalla hatte zwei Hechte, einen Zander, also die hatten ihre Hechte eigentlich schon voll auf dem Scoreboard. Wenn die jetzt heute in kürzerer Zeit 3-4 Barsche gefangen haben. Naja, ich sag mal, ohne den Hecht. Ohne den Hecht wird es sehr, sehr schwer. Also eine Full Card braucht man auf jeden Fall, denke ich. Ich bin mir ziemlich sicher, man braucht echt einen Full Card. Mace Runner darf beim Hechtangeln natürlich nicht fehlen. Der hat mir im letzten Jahr den 1,25er gebracht. Eine Nummer kleiner und etliche, oder etliche nicht, aber mehrere Meter Hechte. Den brauchen wir heute noch. Dafür Mace Runner L. Dann habe ich noch einen Prototypen von uns fertig gemacht. Ein Twister und unseren großen Predator. Das werde ich heute fischen. Waxen wird einen großen Venom fischen, glaube ich. Und dann gucken wir, was geht. Fuck! Mann, Leute, da war ein Hecht. Wir sind zurückgefahren, wo wir waren heute Morgen, wo ich den Hecht bekommen habe. Und jetzt hat einer raufgebissen. Kurz gehangen, aber... Ja, auch nur kurz. Aber okay, wir haben natürlich Confidence, also Vertrauen in dem Spot. Enrico hat ja auch gestern gut gefangen, hat auch direkt jetzt so ein Biss auch gehabt, sofort jetzt wieder ein Biss. Ja, das sind aber kleine Barsche. Und viele, viele kleine Barsche unterwegs und natürlich dadurch sind auch Hechte unterwegs, ja. Und viele, viele dicke Barsche. Und viele dicke Barsche auch. Also da, wo es ganz, ganz, ganz viele kleine gibt, ist meistens auch ein ziemlich guter Spot für große Räubern. Hat hier ein Fisch steht auf der Kante und nichts beißt. Nehmen's nicht. Ich meine, das ist jetzt alles klein, aber es stehen ja immer wieder große da und es ziehen große durch. Aber in den Schwärmen stehen auf jeden Fall auch große Fische mit drin. Hundertprozentig. Was hat er da an?
Wahnsinn. Eine Wassersäule von 3 Metern haben wir hier Futterfisch. Da würde ich auch keinen Kunstköder mehr nehmen. Einen Tag im Training habe ich mir das gegeben. Da habe ich einen Kunstköder geangelt. Nichts. Köderfisch runtergelassen. Bumm. Wieder Kunstköder geangelt. Nichts. Vertikal am Fireball Köderfisch runtergelassen. Bumm. 10 Mal, bis ich keine Köderfische mehr hatte. Während Pascal sich entscheidet, trotz Flaute den Regeln treu zu bleiben und weiter Kunstköder zu fischen, muss Marcel bei der ohnehin sehr schwierigen Mission in Zone West einen Zander zu fangen das nächste Problem lösen. Ja Leute, hier ist extrem viel Strömung drauf auf unserer Stelle. Ich komme mit 18 Gramm komme ich nicht mehr runter. Ich probiere es jetzt mit 30. Ich hoffe, dass das besser geht. Ja, ich habe euch das letzte Mal schon gezeigt. Ihr wisst es alle. Kurz markieren. Ja, perfekt. No Thunder? No, no, but it's beast. Oh, okay. Oh no. Okay. It's under. Yes. It's okay. But it's too small, I think. No. 39. Or 40. 40. Yeah, it's not enough. Okay. Aber die Zander sind hier, Leute. So I started fishing on the spot with the small jig that we are using this morning for perch, but there is a lot of current and I quickly caught 3 small zander, you know, but very small, like 12, 13 centimeter. So I don't want to keep fishing those small fish, and because there are small zander here, I mean, I just moved to a bait that is the same color as the small zander, brown with a jig head, and there are probably some fish that are feeding on those small zander. So let's try to catch the big one instead of the small one. And there is a lot of current now, so let's see. And Marcel had a zander already, so I hope there are some bigger one there. Bei Daniel und Enrico folgte den vielen untermaßigen Hechten bisher kein größerer. Ist das bei den Zandern am Rapala-Boot anders? Hoffnung sollte die Kinderstube auf jeden Fall machen. Gut auch, dass Marcel die Ostsee-Jigs dabei hat. 30 Gramm hat im Süßwasser wohl nicht jeder an Bord. Nace ist unterdessen nach kurzer Fahrt am zweiten Hechtspot angelangt. Gleich ankern? Ja. Waxen? Ah, ich häng, ich häng, ich häng. Okay, ich lasse erstmal liegen. Weiter geht's. Ja, jetzt haben wir natürlich auch die Routen gewechselt von Barschrouten von der Nace One bis 20 Gramm. Spinning auf eine Casting, 50 Gramm Wurfgewicht. Eine sehr, sehr harte Route. Also ich würde sie jetzt extra fast bezeichnen. Ich mag harte Routen, weil auch für Hecht angel ich viel im Kraut. Und ich möchte trotzdem, wenn ich im Kraut hängen bleibe, das Kraut freischlagen können und weiter angeln können. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass da sehr viele Bisse kommen. Und das ist vor allem der Grund, warum ich diese Route jetzt wähle. Wenn ich im Kraut bin, schlage ich es einfach frei und angel weiter. We'll be right back.
Besser? Ja. Auf jeden Fall über 25. Oh! Das war okay. Ja? Alright. Nice. Metterboard raus. Ja, ist sogar 0,5. 30 cm. Schön. Ein Tipp, den ich euch geben möchte, wenn ihr die Barsche nehmt, könnt ihr sie kurz ins Maul nehmen, aber immer auch unterstützen. Das ist nämlich wichtig, weil sonst reißt ihr den Barschen viel zu viel kaputt. Geiler Fisch, der geht schnell zurück. Schön und easy. Ein wichtiger Tipp beim Barschangeln, in diesem Fall auch speziell mit dem Good Vibe, also mit Spin Jigs, ist, den Köder immer wieder droppen zu lassen. Ich gebe dem Köder ein, zwei Kurbelumdrehungen schnell und dann jigge ich den nochmal an aus der Rutenspitze und dann gehe ich dem Köder in der Absinkphase angestraffter Schnur entgegen, damit ich eine schnellere Absinkphase simulieren kann. Das heißt, ich brauche nicht zwingend ganz schwer angeln, ich kann schön leicht angeln, in diesem Fall mit 14 Gramm. Und wenn ich dann entgegengehe, dann kriege ich den Biss. Kescher Daniel, der ist nicht schlecht. Oh. Und schön. Dann funktioniert das richtig gut. Nice, my boy. Toller Barsch, toller Barsch. Mit solchen Tricks könnt ihr auf jeden Fall richtig tolle Barsche wie diesen hier fangen. Schön, Mann, wenn du siehst. Wieder ein Upgrade. So, schauen wir mal. 34,5, 35. Ah, das ist ein toller Barsch. Richtig schön. Schön, man sieht, jetzt fängt er wirklich an. Ja, wenn der noch 10 cm mehr hat. An Barsch zu werden. Wenn der noch 10 cm mehr hat, das ist ein ganz, ganz toller Fisch. Also ist jetzt schon ein toller Fisch, aber dann ist ein richtiger Trümmer, wollte ich sagen. Und zurück mit dir. Enrico fängt den nächsten Barsch. Wieder ist es ein schönes Upgrade, doch die Ausgangslage ändert sich dadurch nicht wesentlich. Weiterhin reicht Rapalla ein maßiger Zander für Platz 2, wenn LMAB keinen Hecht mehr fangen sollte. Wann geben Enrico und Daniel endlich das Barschangeln auf und gehen gezielt auf Hecht? Was wollen wir gleich machen? Was? Du wirfst und ich mach den hier. Können wir machen, ja. Power Hour. Wir machen gleich Power Hour. Kannst du sogar den Fernseher anmachen? Ich kann den Fernseher anmachen. Weil dann fahren wir nämlich zu dem Brückenpfeiler rüber und lassen uns ganz langsam hier runtertreiben. Dann kannst du werfen und ich. Power Hour. Ja, nun, erstmal alles vorbereiten. Und dann wir bereiten vor. Wir bereiten vor. Gut. Also wir waren auf jeden Fall das sparsamste Team, was heute den Spritverbrauch angeht. Ja, wir sind voll für das ökonomische und ökologische Environment. Economy. Keep Award. Your rivers clean. So, jetzt muss ich gut überlegen, was ich da dran hänge. Also wir haben gerade unsere Power Hour begonnen. Und ich bin mit der Valley Hunter mit 30 Gramm und der Baitcaster so ein bisschen Longline Jigging am machen. Weil die Fische, wir sehen sie auf dem Echolot. Und beißen wollen sie aber beim Jiggen nicht. Und jetzt versuchen wir sie ein bisschen zu animieren, indem wir ein bisschen langsamer den Boden abklopfen, die Kanten hoch und runter fahren. Verhältnismäßig kleine Köder. Und vielleicht animieren wir sie so zum Biss. Wir werden sehen, was in der nächsten Stunde passiert. I feel something strange in my line, but now I understand why. There are probably some small zander here. I have a zander scale on the point of my bait here. Not a big one, probably like small size fish, but anyway, they are there. Is it a good size fish or? No. No, still small? Yes. Oh, let's pray that it's more than 42. Yeah. Yes, it should be. Come on. Yes, it's good. It's yes, it's more than 42. Yeah. Okay, let's have a try. Oh, yes. Yes. 49, touched. So an important sender for us, it's the full card sender. Yeah, not so bit. Now we have all the fish, now we need to improve in size. Oops. Let's so go. This it's one okay. Is nervous. Please. Well, full card, so now we need to improve in size. Okay, good.
Okay, ihr Lieben, es hat endlich geklappt. Wir haben die Karte voll gemacht und ihr kennt den Köder schon vom ersten Tag. Da kam der Hecht drauf. Wir hatten auch echt einige Fehlbisse drauf. Der Sudak Minnow von Storm. 30 Gramm, ich habe es euch vorhin schon mal erklärt, brauchen wir hier. Wir haben wirklich extreme Strömung hier drauf und das ist, was die Fische im Moment wollen. Genau hier hält sich der meiste Fisch aktuell auf und wir hatten eine lange Fahrt hierher. Wir haben 2 Stunden gebraucht wegen den Problemen in der Schleuse. Jetzt sind wir da, wir haben die Karte voll, Gott sei Dank, wir haben unseren zweiten Zander und ja, jetzt hoffen wir, die Größen noch ein bisschen abzugraden. Well done, Marcel, let's improve, let's improve. Und plötzlich ist Rapalla Zweiter. Der Gewässerwechsel mit weiter Anfahrt und Schleuse zahlt sich aus. Rapalla fängt als erstes Team im YPC Boat 2023 einen Zander in Zone West und hat nun die Nase vorn. Doch es bleibt eng. LMAB reicht ein maßiger Hecht, um sich Platz 2 zurückzuholen. Dass Hechtangeln heute kein Selbstläufer ist, zeigt jedoch auch der Tabellenführer Nace. Noch hatten Dustin und Felix keinen Hechtbiss. Sie probieren ihr Glück daher an einer neuen Stelle. Ach. So, lass ihn rausknallen, Weckinger. Ja, ich mache erstmal ein paar Wolfe mit dem Gummi. Ja, finde ich gut. Ja, das Hechtangeln gestaltet sich jetzt schwieriger als das Barschangeln für uns. Allerdings fahren wir jetzt auch nicht unsere besten Spots an, weil wir glauben tatsächlich, dass wir mit dem Ergebnis ganz gute Karten haben, in die nächste Runde zu kommen. Und da wollen wir die guten Spots schonen. Aber wir suchen jetzt ein bisschen, ob wir noch was Neues finden, neue Erkenntnisse machen können. Und wenn Fisch kommt, melden wir uns natürlich. Alles die gleiche Größe, ne? Alles die gleiche Größe gerade. Haben wir jetzt 34, 35, ha? Ja, ich glaube, die braucht man nicht zu messen. Das ist schon die gleiche Größe. Anfang 30. Ja. Schön. Und ich glaube, es zeigt echt den Unterschied. Also ich habe echt jetzt die Farbe gewechselt an eine mehr, sage ich mal, goldene Farbe. Und sofort ein Biss. Also es wirklich zeigt auch, dass es nicht daran liegt, dass Daniel nicht angeln kann. Nein. Sondern es liegt an der Farbe. Zeig mal, was fischst du jetzt? Jetzt habe ich es gewechselt. Es scheint wirklich eine bessere Farbe heute zu sein. Oder matching the hatch, as they say. Ja. Und dann scheint der Hatch wird besser gematcht. Das ist ja hier die Farbe Real Perch. Das Besondere an den Spin Jigs ist, dass wir die Blades auch immer passend zu den Körpern lackiert haben. Und es gibt einen ganz kleinen Trick. Es gibt nämlich hier hinten einen wirklich kleinen Dual-Lock-Snap an einem Sprengring und den kann man öffnen und ganz, ganz schnell und easy das Blade wechseln, denn in jeder Packung gibt es auch noch ein Willow-Blade dazu, das heißt ein länglicheres Blade, was weniger Widerstand hat. Sowas würde ich immer nehmen, wenn man viel Strömung hat im Fluss zum Beispiel oder wenn man die Köder leiern will. Ja, aber Daniel hat schon recht, das hier ist jetzt eine ziemlich ähnliche Geschichte. Hier ist die Flanke vielleicht noch ein bisschen anders und ein orangener Bauch, aber dann hier auch mit diesen goldenen Blättern, naja. Das passt schon ganz gut. Dann fangen wir noch einen, der 10 cm mehr hat. Ja. Und dann müssen wir uns noch mal über den Hecht Gedanken machen, würde ich sagen. So ist es. Yeah, the bike was on the bottom. It took the. I don't know about the size, Marcel, but. Oh, okay. Let's see. Let's see that fish. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Go back in the other direction because the current is right. No, the net here. Yeah. And I will bring it with you. Yeah. Okay, now. Yes, perfect. Okay, it's better. Yeah, it's better. Yes, yes, yes. That's improving. Yes. Oops, oops, oops. One perch is out. Yes. I think. You think so? Yeah, yeah. Okay, let's see. Cool. There is a small group of fish hunting. So Marcel just had a fish, I just had another one. Wait, wait, turn yeah. Like this. Yeah. No. And let's see how it is. Oh, yeah, it's 52. This is, yeah, this is 52. So let's take that fish. Oh, nervous. Oh, super nervous. Yeah, so this is a
not a monster fish, but at least we are improving with this fish that is 52 centimeters. And now they are hunting, though there is probably a group of fish right here, so we will try to catch some more. But at least we improve. Good one. Yes. Perfect. Albo. Yes, well done. Great. Let's catch another one now. Upgrade für Rapala, doch die Ausgangssituation bleibt gleich. Einmaßiger Hecht und LMAB ist zurück auf 2. Nace muss derweil ein kurzes Angelpäuschen einlegen. Ja, Team Cars hat mal wieder etwas vergessen, und zwar zu tanken. Deswegen haben wir jetzt noch 4% Tank in der Möhre. Sind wir mal in den Hafen gefahren und füllen ein bisschen was auf. Und dann geht's weiter. So Leute, da wir jetzt hier immer noch an dem gleichen Platz sind, werde ich jetzt mal jiggen. Ich nehme mir dafür ein, zwei Sachen raus. Einmal ein 15 Gramm Bebleiter 12er Junkbait, weil der sehr viel Action hat. Also der bewegt sich sehr, sehr schön. Dann auch nochmal was schwer Bebleites. Jetzt muss ich mal schauen, was haben wir denn hier? Das ist 14 Gramm, ist nicht so schwer Bebleit, aber den 14 Grammer in White Tiger. Was man eventuell auch noch machen könnte, ist Zanderskin mit rauslegen, weil das, also diese beiden Dekore hier, White Tiger und Zanderskin, sind meiner Meinung nach die realistischsten Dekore, die es so gibt, gerade wenn die Barsche noch in so einem kleinen Stadium sind, denn häufig sind die Barsche sehr, sehr blass, also gerade die kleinen Barsche sind sehr, sehr blass, und deswegen sind halt solche Dekore meiner Meinung nach immer die Dekore, die unter Wasser am realistischsten aussehen. Wenn man im Flachwasser angelt, dann ist natürlich hier auch der Köfi Percher, den 11 cm in der Farbe Real Perch, auch ein absoluter Bringer, aber dann sollte das Wasser schon sehr, sehr klar sein, weil sonst erkennen die das auch nicht mehr so richtig. Hier halt mit so einem leichten Goldschimmer noch auf der Seite, auch eine absolute Topfarbe, aber wenn man ein bisschen tiefer angelt, ich sag mal 4 bis 6, 8 Meter, dann sollte man schon versuchen, dadurch, dass da unten nicht mehr allzu viel Licht ankommt, sollte man schon versuchen, hier etwas hellere Dekore zu angeln. Deswegen entscheide ich mich wahrscheinlich auch für White Tiger, dann aber in 14 Gramm Bebleit. Wobei auch diese schnellen Absinkphasen, wie zum Beispiel hier mit 17 Gramm Bebleit, sind auch auf gar keinen Fall außer Acht zu lassen. Deswegen nehme ich mir mal ein paar raus und guck mal, ob ich die Barsche jetzt vielleicht sogar gejiggt kriege. Also wir machen ja eigentlich nichts anderes gerade. Wir angeln auch Jigspinner. Aber halt manchmal stehen die Barsche eher auf Jigspinner und dann die Hechte eher auf Gummi. Und deswegen probiere ich das jetzt einmal aus. Also ich will es nicht unversucht lassen, weil das einfach hier zu markant ist, auch für einen großen Hecht. Oder halt für einen größeren Hecht. Genau, jetzt hole ich noch die Rute raus. Eine ganz normale Zanderjigge, 15 bis 45 Gramm, auch die Rodfather in 2,59 Meter. Und dann gehen wir mal Gas. Enrico hat echt die Ruhe weg. Entweder scheint er sich relativ sicher zu sein, dass der fehlende maßige Hecht noch kommt, oder er glaubt nicht, dass jemand in Zone West einen Zander fängt. Das Rapala, das bereits gelungen ist und weiter Zander um Zander ins Boot holt, weiß er natürlich nicht. Yes, perfect. Yeah, fish Marcel, maybe I will take care of it. Maybe you can catch a bigger one. Okay, so this is a baby Zander. Yes. But anyway, yeah, they are there. But it's another small one? Small one, yes, yes. Yeah, but anyway. No, I take it by hand. Anyway, if they are small, there are some big ones. I take it by hand. Okay. Well, it's crazy. Small sender. Sudak minnow. Go back. Okay. Yes. Team Rapala is on fire. Yes. Let's catch some more. There are some group of fish, group of zander hunting in the current. Often they are hunting with the same size fish, so now we have fish around 40, 50 centimeters. I hope that the big one will follow. That would be perfect. We need a big one to improve. I think we have 52. Yeah. Now we 52 and 49. And the other day, what was the fish? 47. 47, yeah, so clearly we need the correct size fish. Would say like a 60, that most of the fish here, oh, lost it.
good bite? Yeah, good bite. But there is a lot of current, so it's pushing the line. It's not very easy to fish. Yeah. I have not been talking about the bait that I'm using right now because no, my job is to create the hard bait for Rapala and the bait also for Storm. So because of my job, I have a lot of prototype in my box. So I just had this prototype here that is interesting because it's perfectly the right color, a right brownish color that looks like those small Zander. And this is what I'm fishing right now. So maybe in a close future, you will see that bait in your shop. But never know, I think it's catching fish, isn't it? I think it do. Yes, it's good. Good. Perfect. No, for sure not. Yes. Yeah, thank you. The next. Whew. Now let's wait for the bigger one. Okay, wir wechseln mal kurz die Stelle, fahren noch mal zu der ersten, wo wir angefangen haben, wo wir den ersten Zander hatten. Oh. Sorry, okay. Sorry Marcel, I think it's small. We don't change the spot. No, it's small, no. it's small. Yes. Oh, yes. Okay. Thank you. Yeah. I think okay. We need to yeah. move. I think you can continue your explanation. That was really good. You can continue. Yeah. I think we move. Yeah, but they are, you know what, we can switch to another spot because there are small ones here. Maybe on the other spot we can find some bigger one. Yeah. Da muss ich nochmal Danke sagen an den Tim, der macht nämlich gerade Urlaub hier mit seiner Freundin. Und er hat mir angeboten, ich habe gesagt, ich will mir unbedingt mal den Kanal hier angucken, wie es da so im Moment aussieht mit der Strömung. Weil da muss sehr viel drauf sein, weil die große Schleuse zu ist. Und von daher bin ich gestern Abend noch mal kurz hierher gefahren zu ihm. Wir sind kurz mit seinem Boot rausgefahren, haben uns hier den Spot angeguckt. Da hatten wir in 10 Minuten direkt zwei Zander. Und ja, das war echt eine coole Sache. Hat heute auch wieder geklappt und ein dickes Danke dafür nochmal. Also richtig viel geht hier nicht, wie man sieht. Hechtmäßig ist schwierig heute. Aber wie schon mal gesagt, wir angeln jetzt auch nicht unsere besten Spots. Weil wir denken, dass wir mit den Barschen echt ein gutes Polster geschaffen haben. Ich meine, wir haben einen 93er Hecht in der Wertung, einen 83er. Also das ist schon echt nicht schlecht. Und die Zander sind auch gut und die Barsche sind sensationell. Deswegen, wenn uns heute einer schlägt, dann haben sie es wirklich verdient. Oder zwei Teams müssten ja besser sein. Davon gehen wir aber nicht aus. Deswegen sind wir relativ entspannt und probieren hier auch neue Spots aus, die in der Nähe sind zu unserem Barschspot. Dass, wenn man in die nächste Runde kommt, eventuell gleich Hecht mit abhaken könnte. Also, wir würden dann auf Barsch starten natürlich und danach probieren, schnell einen Hecht zu fangen. Weil Zander gestaltet sich die Tage wirklich schwierig. Und deswegen wollen wir Hecht und Barsch gern schnell abhandeln und dann Zeit für einen Zander haben. Aber alles nur Wunschdenken bis jetzt. Jetzt müssen wir erstmal in die nächste Runde kommen. Na, Waxen? So ist das. In die nächste Runde kommen, das will auch LMAB. Enrico und Daniel, fehlt dazu aber nach wie vor ein zweiter Hecht. Nun geht es für die beiden endlich gezielt auf Pike. So, wir gehen jetzt doch noch mal flach auf Hecht. Wir machen jetzt hier eine Drift entlang des Ufers, also entlang der Krautkante. Ich präpariere mir dafür ein, zwei Sachen. Das Coole ist, wenn man mehrere Multivibes hat, kann man so zwischen den Blades hin und her wechseln. Ja, also man kann jetzt zum Beispiel das rot eloxierte könnte man angeln. Man kann aber jetzt eigentlich auch eins von dem Fire Tiger dann nehmen oder von dem Green Pumpkin Chartreuse. Das habe ich jetzt hier abgemacht. Das ist halt dann ein knalliges Grün. Und dann kann man untereinander so ein bisschen wechseln. Ich möchte schnell sein. Ich möchte tief ins Kraut kommen. Deswegen fische ich jetzt in 21 Gramm. Das ist dann dementsprechend der hier, auch wieder getrailert mit einem Twister. 90 Minuten haben wir noch. Wie viel? 90. Ah, okay. Das hört sich mehr an als anderthalb Stunden, das ist gut. So, dann haben wir die drei Muchachos hier. Und dann kann es losgehen.
Okay. Das ist ab. Nicht dein Ernst. Ab. Das war der Pike. Das war der Pike. 100 Pro. Riesen Pike. Fuck. Big Pike, großer Pike, Leute. Was soll ich sagen? War ich schon an. Fuck. Ach, Leute. Das ist so frustrierend. Das ist so frustrierend. Man braucht einen Pike und dann geht auch ein Pike rauf. Auch ein guter. Es war ein wirklich guter Fisch. Und dann kommt ab. Bitterer Aussteiger für Daniel, doch immerhin gibt es endlich einen Biss von einem guten Hecht. Rapala ist jedenfalls noch lange nicht durch und das scheinen sie auch zu wissen. Wir sind an unserem letzten Spot angekommen. Wir haben jetzt unsere Zander auf jeden Fall voll. Wir haben noch mal ein paar Upgrades gemacht bei den Zandern und jetzt versuchen wir auf jeden Fall noch unsere Barsche nach oben zu schrauben. Da sind wir, glaube ich, im Moment bei 27 cm. Das wird definitiv nicht reichen. Wir haben eine wirklich starke Gruppe und wir brauchen auf jeden Fall mindestens zwei Fische über 35 und dann wird es schon knapp. Habe ich dir die Story mal erzählt, dass mir so ein Hecht den E-Motor gebissen hat? Nee. Was war hier? Den hatte ich als Nachläufer. Der hat dann nah am E-Motor gestanden und in die andere Richtung geguckt. Dann habe ich den E-Motor angemacht und als das sich dann gedreht hat, dachte er vielleicht, der Fisch ist hinter ihm oder so, hat sich umgedreht, bam. Mit Dietl war ich hier, der hat das auch gesehen. Na Leute, ein Riesenzander. Ein Riesenzander. Ich dreh durch, ich dreh durch. Willst auch du unvergleichbare Emotionen beim Fangen erleben? Einfach auf anglerschmiede.de einen Experten- oder Vorbereitungskurs buchen und mit dem Gutscheincode YPCBOAT ein Köderpaket im Wert von 80 Euro absahnen. Unser allererster Adventskalender. Einige exklusive Produkte, Warenwert von ungefähr 160 Euro. Die Türchen allerdings viel Luft nach oben. Hier gab es dann keine einzelnen Gummis mehr, ein Warenwert von immerhin 170 Euro. Und das war auch die Geburtsstunde der goldenen Tickets. Der hier war schon deutlich besser. Erstmalig 24 exklusive Produkte, ein Warenwert von über 180 Euro. Den Kalender habt ihr schon richtig gefeiert. Mehr Hardbaits und ein Warenwert von sage und schreibe 200 Euro. Euer Feedback zu diesem Kalender hat uns richtig glücklich gemacht. Und jetzt kommt 2023. So viele Marken, so viele Köder, so viele Hardbaits, so viel Warenwert wie noch nie. Und seit 2019 keine einzige Preiserhöhung. Wir haben Jahr für Jahr dazugelernt, deswegen wird dieser Adventskalender unfassbar geil. Kleiner Tipp von mir, je früher ihr vorbestellt, desto größer die Chance, ein goldenes Ticket zu gewinnen. Also fix ran an die Tasten, den Link zum Kalender findet ihr unten in der Videobeschreibung. Fisch gehabt. Na, ist kein Fisch. Der hat zweimal geschlagen. Ich glaube jetzt, wenn ich was getrunken hätte, würde ich mir jetzt sagen, okay. Das hat sich echt so angefühlt, dass, wenn sich der wirklich bewegt. Was machen wir die letzten 40 Minuten, Josef? Party feiern. Ja, sollen wir schon Bier rausholen? Nee, Bier holen wir noch keins raus. Wir sind Vorbilder. Ah, ich weiß auch nicht.
Mach mal doch die Drift nochmal zurück. Ich versuche es. Weil jetzt woanders so hinzufahren, jetzt haben wir es wirklich geschafft und ausgehalten hier den ganzen, die ganzen 7,5 Stunden. Jetzt werden wir nicht davon eilen. Nein, auf keinen Fall. 15.31 Uhr und wir starten unsere Power Half an Hour. Also die letzte halbe Stunde haben wir uns entschlossen, jetzt hier nochmal zu schleppen. Hier ist sau viel Futterfisch auf den Kanten. Wir schleppen hier zwei tieflaufende Cranks und hoffen einfach, dass jetzt irgendwo mal ein Pikey einsteigt. Es ist echt, ich weiß auch nicht. Es ist, fühlt sich nicht gut an, dass man die doch wirklich größeren Fische verloren hat. Daniel den heute, ich den in der letzten, am letzten Tag. Das ist einfach alles. Das wird zum Verhängnis am Ende. Es kann auf jeden Fall zum Verhängnis werden. Ich meine, das Einzige, was man jetzt so insgeheim natürlich ein bisschen hofft, ist, dass Team Rapala jetzt nicht so gut gefangen hat vielleicht. Vielleicht fehlt denen auch noch ein Fisch. Glaube ich nicht. Ja, der Zander vielleicht. Ja, der Zander vielleicht, aber dann, sie natürlich große Barsche haben, dann... Da reicht das alles nicht. Dann reicht es nicht, genau. Deswegen. Ah, sehr frustrierend, muss ich wirklich sagen. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich meine, wir haben zweimal das Fisch dran gehabt. Und nicht nur irgendwie kurz gebissen, die waren wirklich beide mal dran. Also vorgestern und heute. Und dass man dann beide die Fische verliert, darf nicht passieren. Okay, wir haben nochmal die kurze Drift gemacht über das Kraut. Da haben wir jetzt leider nichts bekommen. Und wir versuchen jetzt nochmal die Kante abzufischen mit unseren Jigs. Und ja, mal schauen, vielleicht kommt da noch einer. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Aber ich glaube, es wird eng. Und ich gehe davon aus, dass unsere Fische nicht reichen werden in der Gruppe, leider. Full Card super, aber ich glaube, die anderen Teams haben einfach mit Sicherheit sehr, sehr gut gefangen. Aber wir haben unser Bestes getan. Wir haben noch die Zander gefunden. Wir haben sie voll gemacht und wir warten auf die Siegerehrung bzw. die Bekanntgabe. Wer kommt ins Halbfinale und wer nicht? LMAB hat das Schleppen abgebrochen und versucht, das Glück in den letzten Minuten per Wurfangeln zu erzwingen. Fischen. Ab. Wie du bist? Hast du den Biss gesehen? Jesus, Alter, war das so Biss. Jung. Fisch? Nein! Off! Pike? Ja, klar. Es gibt's doch gar nicht. Och, wie kann der nicht hängen? Kann nicht sein, ne? Das war's das denn. Ja, das war's für uns in der Vorrunde vom YPC Boat. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und wir hoffen natürlich, dass wir uns in der nächsten Runde wiedersehen. Ja, hoffentlich. Oder? Ja, ich möchte Danke sagen für diesen unglaublichen Angeltag auf deinem Boot. Das war der Barsch-Angeltag meines Lebens. Ja, und euch vielen Dank für den Support. Was kann man mehr sagen? Der Tag war grandios. War krass. Und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Haut rein. Ciao. It was a tough day. Fishing is difficult, but we managed to get all what we want. We wanted to have perch, wanted to have pike, have a zander. Yeah. So I would say mission accomplished. Yeah. It could always been a little bit better, but anyway, I think we did not bad. Yeah. Now I'm a bit concerned about what did the other did. Yeah. What did the other catch? But I think it's not easy. Not an easy one. Let's see. Yeah. You know, okay. It was difficult for us. It was probably difficult for the others. Yeah. Finger crossed. Hopefully. Yeah. Thanks. Good.
Ich verstehe es immer noch nicht. Neu aufgezogen, hier sind so viele Bissspuren jetzt drin. Wow. Hier und da drunter. Ja. Überall Bissspuren drin. Ja, das kann nicht sein. Und keiner ist hängen geblieben. Ich hoffe, es hat trotzdem euch Spaß gemacht. Ich bin sicher, es ist eine spannende Geschichte, das Ganze. Und verabschiede mich jetzt. Bin echt ein bisschen broken, muss ich sagen. Also schon ein bisschen frustriert. Ja, es ist ein bisschen schade, weil wir relativ häufig broken sind. Ja, es ist echt krass. Oder wenn wir mal ein Turnier abmoderieren. Es ist echt krass. Also es ist schon echt frustrierend und man gibt echt viel. Am Ende muss man ein bisschen das Glück auch mitpassen. Ich meine, wenn der Fisch draufbeißt, dann man ihm nicht landet. Ja, es ist ja nicht so, als hätte man keine Kontakte gehabt und weiß nicht irgendwie, wie es Hechtangeln funktioniert. Man hat genug drauf gehabt und am Ende ist es dann so, dass man die Karte nicht gefüllt hat und nur mit 7 Fischen reinfährt. Und jetzt wahrscheinlich in der Ergebnisvergabe oder Verkündung wahrscheinlich nicht weiter ist und auf dem 3. Platz ist. Und das glaube ich auch. Das ist sehr schade, aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir auch Spaß gemacht mit dir, Luisis. Leute, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Bis dann. Das war wohl eine der härtesten Nummern, die wir jetzt also gemeinsam sicher gehabt haben. Auf jeden Fall. Es war schwierig, sehr, sehr schwierig. Also brutal hier in Holland habe ich das noch nie so erlebt. Aber es ist für alle gleich, also es soll überhaupt keine Ausrede sein, gar nichts. Aber eins ist schon klar, es hat trotzdem Spaß gemacht, nicht wahr? Auf jeden Fall, also. Richtig Spaß gemacht. Den anderen Teams noch viel Erfolg in den nächsten Runden. Und wir sind gespannt, was heute Abend passiert. Wer kommt weiter aus unserer Gruppe? Genau. Wir auf jeden Fall nicht. Genau. Das war's für dieses Jahr. Ja. Tschüss. Ciao. So, end of day 2 in Group A. It was, I think, a lot tougher than last year, what you all expected in training and also from the temperatures, yeah, got proven in the tournament. It was not very easy, but for Team Nays it was not so hard. I don't know what you guys doing, 4 perch over 50 today, incredible result. I'm very excited if you are able to reproduce that in the next round. Congratulations for the first place. Thank you. Yeah, and then for the second place, it was a tight race between LMAB and Rapala. LMAB started the day being second, then Alban caught a big pike, then I think LMAB got the perch, then you got the perch, then both teams had 7 fish. LMAB needed a pike, Rapala needed a zender. You changed the water and got the zender. And LMAB had, I think, what I heard, 4 or 5 possibilities to get the pike within the last hour, but they didn't get it, so Rapala makes it to the next round. Congratulations. Des einen Freud, des anderen Leid. Während Daniel und Enrico ihre guten Bank- und Bess-Ergebnisse auch dieses Jahr nicht auf den Boat-Wettbewerb übertragen können, wird Rapalas Mut belohnt. Alban und Marcel fangen tatsächlich den fehlenden Zander und schaffen es bei ihrer YPC-Boat-Premiere ins Halbfinale, wo sie gegen Team Nays und 6 weitere Teams bei den Fischlängen jedoch eine Schippe drauflegen müssen, um ins Finale einzuziehen. Am kommenden Sonntag geht es aber erstmal mit dem 2. Angeltag der Gruppe B weiter, wo Weston, Quantum, B1 und Hummingbird ums Halbfinale kämpfen. Wir bedanken uns fürs Zusehen, freuen uns über Likes, über Kommentare, über neue Abos und über Support im Online-Shop oder in den YPC Megastores. Ciao!